Ja, hallo Freunde, Kühnes Kochkanal wünscht wieder einen wunderschönen Sonntag. Neue Folge von uns. Wir machen mal heute wieder ein Risotto. Ich bin ein großer Risotto-Fan, muss ich sagen. Ja, Anne isst es, muss nicht sein, aber okay, wir probieren heute was aus. Und zwar machen wir heute ein Meerrettich-Risotto. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hier sind die Zutaten für unser Meerrettich-Risotto. Ungefähr eine Kaffeetasse voller Risotto-Reis. Dann haben wir hier eine halbe rote Zwiebel, grob klein gehackt. 5 Teelöffel frisch geriebene Meerrettich. 2 Stücken Butter. Hier eine klein gehackte Knoblauchzehe. Ein bisschen Schnittlauch brauchen wir. Ca. 800 ml Gemüsebrühe. Hier haben wir natürlich ein kleines Gläschen Weißwein. Jetzt schwenken wir mal hier rüber. Parmesan, ich habe jetzt 5 Teelöffel genommen. Macht es nach eurem Geschmack, der eine mehr, der andere weniger. Ja, und eventuell brauchen wir später noch Salz zum Abschmecken. Das werden wir dann sehen. Ja, die Zutaten habt ihr jetzt alle. Jetzt kann es losgehen. Ja, eins von den beiden Stücken Butter haben wir jetzt ausgelassen. Jetzt kommt der Knoblauch dazu. Den rösten wir kurz mit an. Genau wie unsere Zwiebeln. Muss jetzt alles ein bisschen sehr schnell gehen. Jo, weil sonst der Knoblauch schwarz wird und so schmeckt. Tut mir einen Gefallen. Kocht auf halber Stufe. Reis dazugeben. Das war übrigens ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil ich koche immer auf voller Stufe. Sollte man bei Risotto aber nicht machen. Risotto ist dein Ding. Ja, Risotto kurz, oder nicht Risotto, den Reis kurz mit anschwitzen lassen. Jetzt gucke ich mal bei den Zutaten. Das sollte schon reichen. Und das Ganze löschen wir jetzt mit unserem Weißwein ab. Und man sieht wieder mal nichts. Ja, den lassen wir jetzt einreduzieren und dann melden wir uns wieder. Das bringt nichts, das Pusten. Ja. Wie ihr seht, unser Weißwein ist so gut wie einreduziert. Jetzt wird das alles ein bisschen mit Brühe aufgegossen. Achtet bitte darauf, dass der Reis eigentlich nur bedeckt sein soll. So wie jetzt und nicht ewig rühren. Einreduzieren lassen. Ja, genau. Ja, das kriege ich auch immer gesagt. Einreduzieren lassen und dann nach und nach immer Brühe nachgießen. Es dauert, aber ihr habt wirklich ein gutes Ergebnis nachher. Ja, das machen wir jetzt und dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, kurz vor Ende der Garzeit kommt jetzt der Hauptdarsteller. Meerrettich. Meerrettich, genau. Den heben wir jetzt ein bisschen unter. Ich gieße das Ganze noch mal so ein bisschen mit Gemüsebrühe auf. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder. Auch das mit der Gemüsebrühe können wir noch zeigen. Nicht viel. Meinst du, braucht nicht mehr? Nein, braucht nicht mehr. Ist alles bedeckt, ist gut. Okay, unser Risotto-Mann. Genau. Bis gleich. Ja, Freunde, wir sind fast soweit. Wir heben jetzt das letzte Stück Butter runter. Ist ein bisschen widerspenstig, macht aber nichts. Dann kommt unser Parmesan rein.
und der Schnittlauch. Wir geben noch ein bisschen Gemüsebrühe zu. So. Ich habe gelernt, nur kurz rühren und dann einfach nur machen lassen. Genau. Die ganze Sache kocht jetzt auch ein bisschen ein. Und als Topping gibt's Lachs. Ja, dein geräucherter Lachs. Genau. Ja, den habe ich vor 3 Tagen gemacht. Den gibt's dazu. Lasst euch überraschen. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Einfach lecker, meine andere Art von Risotto. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr Rettich mehr sein können. Wir hatten 5 Teelöffel drin. Der ein oder andere hätte es wahrscheinlich auch getan. Kommt auf euren Geschmack an. Probiert es einfach aus. Ansonsten eine wirklich super Sache. Mal was ganz anderes. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch da lassen. Netten Kommentar. Ja, Abo wäre natürlich noch toller. Ja, und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche hier wieder bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dann. Tschüssi. Kühnes Kochkanal.